Hallöchen und willkommen zurück bei Minecraft mit Nizi auf ihrem Ponyhof. Ich bin endlich wieder einigermaßen fit und hoffe, dass ich das Let's Play hier so einigermaßen ohne Hustenanfall über die Runden bekomme. Ich war in der Zwischenzeit auch schon ein bisschen fleißig, das zeige ich euch gleich. Will aber mal kurz was ausprobieren und zwar habe ich hier einen Block entdeckt, der mich interessiert. Allerdings vermute ich, dass der wieder sehr verpixelt sein wird. Oh, kommt man ja mal gleich mehrere raus. Der sieht so ganz gut aus, aber ich wette, wenn ich ihn hinsetze, dann wird der sehr verpixelt sein. Aber das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ja. Obwohl, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber ich bin schon fleißig am Steine brennen. Ich habe mich entschieden, das Tor aus Steinziegeln zu bauen. Und Cobblestone, denke ich. Und ich werde auf jeden Fall einige Blöcke aus der Architekturwerkbank benutzen. Eventuell ein Geländer, da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher. Aber wir haben hier zum Beispiel Säulen, wir haben Kugeln. Da muss ich allerdings erstmal schauen, wie riesig die sind. Moment mal, da würde ich lieber gebrannten Stein benutzen. Ich denke schon wieder an die Deko und bin noch nicht mal mit dem Bau richtig fertig. Aber die Kugel möchte ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Also hier sieht sie ja sehr klein aus. Ja, die könnte kleiner sein. Egal. Eine Kugel in Minecraft. Nein, das geht doch nicht. Ja, also ich war fleißig. Bauen konnte ich ja. Bloß halt wegen dem Husten wollte ich nicht unbedingt aufnehmen. Das wollte ich euch nicht zumuten. Ja, ich habe hier komplett Erde aufgeschüttet. Hier hoppeln auch schon Häschen rum. Und dann habe ich mir überlegt, ich werde hier eine Art Brücke rüberbauen. Bis zu dem Berg hin und dann eine kleine Treppe nach oben zu dem Portal. Dazu würde ich den Berg aber noch ein bisschen aushöhlen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich hier Cobblestone nehme. Ich glaube, ich baue die Brücke aus Kobbel. Ist am einfachsten. Ich nehme mal an, hier in der Truhe ist noch genug Cobblestein drin. Cobblestein, jawohl. Läuft wieder bei mir. Jo. Haben wir doch massenweise Zeug. Und ich würde mir hier auch ganz gerne eine Werkbank hinbauen. Denn ich wette, ich brauche früher oder später hier sowieso eine Werkbank. Wie gesagt, Cobblestone haben wir hier genug. Und dann muss ich nicht ständig ins Haus rennen, sage ich so. Und werde es trotzdem 100 Mal machen müssen, vermute ich. Eventuell werde ich die Architekturwerkbank hier auch noch hinstellen. Ja, also ich würde sagen... 1, 2, 3, 4, 5. Können wir, glaube ich, auch so machen. 5 breit. Und 2 hoch. Nein, natürlich nicht. Oh, wow. Ja, ich habe es noch nicht so mit dem Bauen. Alles verlernt. Auch nicht, wie ich das da drüben mache. Ob ich da erstmal so eine Art Podest hinbaue, so als Vorplatz zum Tor der Hölle sozusagen. Aber das können wir ja noch sehen, wenn wir drüben angelangt sind. Und zwar jetzt. Ja. Könnte man machen. Das muss ich hier auch noch ein bisschen ausarbeiten, natürlich. Weiß ich noch nicht genau. Das, ja, und das ist nämlich so, wo ich sage, das wäre schön, wenn man fliegen könnte. Könnte man das wesentlich schneller bauen. Ich wollte gerade bearbeiten sagen. So dauert das natürlich alles ein bisschen länger. Also wenn wir hier runterfallen, ist nicht so schlimm. Da ist Wasser.
Aber es ist, glaube ich, sowieso nicht so dolle hoch. Also das. Was war? Okay, ein Fisch. Vermute ich. Und ich dachte eigentlich, ich hätte die ausgestellt, aber scheinbar doch nicht. Das kann man nämlich einstellen. In dem Quark-Mod sind Einstellungen, die man vornehmen kann. Das finde ich ganz praktisch. So, ich denke, wir sind bald drüben angelangt. Es wird jetzt extrem langweilig für euch, aber wie gesagt, ihr könnt ja immer gerne vorspulen oder zurückspulen, wie ihr das wollt. Ich muss da leider selber durch. Ich kann das nicht irgendwie überbrücken. Natürlich kann ich auch einige Sachen hier ohne Aufnahme bauen. Ich denke, das werde ich auch höchstwahrscheinlich machen. Ja. Kann man erstmal so lassen. Ich werde hier auf jeden Fall irgendwie noch links und rechts ein Gelände dran bauen oder ein Geländer. Weiß aber noch nicht genau, ob ich da einfach einen Zaun nehme oder ob ich da nochmal einen Block dran setze. Also so. Dann können wir ja mal einen Zaun machen. Wir machen gleich ganz viele Zäune. Wir haben das Zeug, ja. Was mir allerdings nicht so gut gefällt, dass die sich... So gefällt mir das sehr gut. Aber wenn ich jetzt hier wieder einen dran setze, dann erweitert sich dieser flachere Teil immer weiter. Man könnte natürlich irgendwie noch einen Block zwischensetzen. Würde ich aber, glaube ich... mach's doch einfach falsch. Würde ich aber eventuell auch gar nicht aus Cobblestone machen, das Geländer. Da könnte ich mir vorstellen, irgendein anderes Material zu verwenden. Oder ich baue die Brücke komplett aus Kobbel und da hinten dann das Tor aus Steinziegel. Ich hatte erst überlegt, ob ich das komplett irgendwie aus Netherziegeln oder Tonziegeln baue, aber ich glaube, das wirkt zu bunt. Also ich glaube, das würde den Gesamteindruck irgendwie ein bisschen zerstören. Jetzt muss ich noch mal ein Stück zurückgehen und mir das ein bisschen von weitem anschauen. Also ich würde sagen, wir nehmen von dem höchsten Teil Erdblöcke die obersten weg und dann noch einen dazu. Und da auf diese Höhe würde ich dann gerne das Tor bauen. Ich komme hier nicht hoch. Ich baue mir hier mal so eine... Ich habe keine Erde mehr. Also hier, auf diese Höhe soll dann das Tor praktisch. Ich hatte noch gesagt, ich habe so viel Erde. Alles kein Ding. Können wir hier ordentlich aufschütten. Ja, Pustekuchen, die Erde hat nicht gereicht. Ich musste mir sogar noch Erde organisieren. Also dieses Geräusch nervt mich total. Also auf diese Höhe würde ich dann das Tor bauen. Und dann aber eigentlich so ein bisschen, ja, eigentlich da schon hin. Das könnte schon die Mitte sein. Ich denke, dann werde ich hier mal ein bisschen aushöhlen. Noch was Langweiligeres für euch. Ist halt so. Können wir nichts ändern. So. Diese Höhe war das, genau. Da ist die Spitzhacke kaputt.
Ich denke, wir müssen da eine ganze Ecke reingehen in den Berg. Ich hoffe, ich zerstöre das jetzt nicht so von dem Gesamtbild. Ist natürlich ein bisschen blöd, dass das hier so weit vorsteht. So, das sollte hier die Mitte sein. Da lasse ich auch mal den Erdblock stehen. Oh, Kohle gefunden. Gibt gleich noch ein bisschen EP. Ich weiß nicht, ich würde das Tor auch recht groß machen, ganz gerne. Ich weiß nur nicht, ob es da irgendwie Grenzen gibt, aber ich glaube nicht. Ich habe schon echt extrem riesige Tore gesehen. Und würde das eventuell auch ja nicht unbedingt so quadratisch machen. Jetzt habe ich doch hier viel zu viel weggenommen. Das muss doch auf dieser Höhe sein. Okay, dann baue ich da wieder gebrannten Stein drunter. Ist kein Ding, ich habe welche dabei. Ist es richtig. Wie viel haben wir denn hier? Das sollte die Mitte sein. So. 1, 2, 3. Das ist mir noch viel zu klein, aber wir können das Ganze ja auch noch vergrößern. Die Schaufel ist echt genial. Jetzt lege ich mir mal meinen gebrannten Stein hier unten hin und schütte das wieder auf. Ist das auch richtig? Ich hoffe. Könnte man natürlich im Fliegen wesentlich besser beobachten, indem man ein paar Blöcke weit wegfliegt und schwupps, dann fliegt man wieder hin. Das ist viel, viel praktischer, als sich hier ein abzuquälen, aber ja, wir können nicht fliegen, haben wir Pech gehabt. Wie gesagt, ich könnte mir natürlich den Ring herstellen, aber das möchte ich jetzt auch nicht machen. Es wird irgendwann auch viel zu einfach, wenn man fliegt. Ich weiß nicht, das ist so... Ja, einerseits wünscht man sich das, aber ich finde, wenn man dann fliegen kann, dann ja, fliegt man überall hin. Man kann vor Monstern ausweichen, indem man halt einfach in die Luft fliegt, die von oben mit Pfeil und Bogen beschießen. Und ich finde, irgendwie geht dann auch so ein bisschen was von Minecraft verloren. Es wird halt viel zu einfach. Aber das ist halt Geschmackssache. Auf den Servern fliege ich auch. Also wo ich sonst noch spiele. Mit meinen Minecraft-Leuten. Da haben wir auch die Ringe. Aber da spielen wir auch ganz gerne halt mit Mods rum und machen da nicht unbedingt Monsterkämpfe. Wir gehen dann auch schlafen und das ist dann nochmal eine andere Sache. Muss ich aufpassen hier mit der Schaufel. Naja. So. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo die Mitte war, aber das ist egal. Ich gehe mir das jetzt nochmal anschauen. Wo ist mein Abstieg? Hier. Ist auch gefährlich. Bestimmt schreie ich gleich los, weil alles doof aussieht. Ja, also ich finde, es könnte weiter nach rechts rücken, links noch ein Stückchen wieder zumachen. Ja. Links zwei Blöcke zumachen. Überall fliegen hier Steine rum. Also hier. Habe ich denn noch Steine? Ah, ich habe keine Steine mehr.
Gut, dann müssen wir das halt von ganz anders machen. Ich muss mir das dann nochmal alles genau angucken und auch auszählen, wie viele Blöcke ich brauche, ob eine gerade oder ungerade Zahl. Wird es dunkel? Ich glaube. Ja, es ist kurz nach 6. So, 2 sagte ich, ne? So. Ja, wenn ich jetzt eine Behutsamkeitsspitzhacke hätte, dann könnte ich mir Steine abbauen, habe ich aber nicht. Glaube ich jedenfalls. Ich hatte, glaube ich, mal irgendwas mit Behutsamkeit drauf, aber so genau weiß ich das nicht mehr. So. Auf jeden Fall. Jetzt ist meine Spitzhacke kaputt. Okay, dann gehen wir zurück. Was soll's. Dann können wir uns Steine holen. Die habe ich ja in der Zwischenzeit im Ofen gebrannt. Das läuft ja halbautomatisch. Und wir holen uns da ein paar Steine. Und ich denke, die Architekturwerkbank können wir gleich mitnehmen. Noch irgendwas? Ja, es muss definitiv weiter nach rechts. So. Spitzhacke brauchen wir noch. Moment mal, ich habe, glaube ich, hier oben noch eine drin. Oder mehrere sogar. Eisenspitzhacke, Eisenspitzhacke. Und hier haben wir sogar noch eine Diamantspitzhacke. Und ich könnte ja mal schauen, ob ich da vielleicht sogar Behutsamkeit draufzaubern kann. Aber erstmal packe ich hier das Zeug rein. Zack. Na, das läuft doch. Jetzt können wir nichts mehr einpacken. Halt, falscher Weg. Hier werde ich auf jeden Fall auch noch ein paar Tränke brauen. Aber ich will noch ein paar Pflanzen einsammeln. Jetzt muss ich mal ein paar Steine da ablegen, sonst kriege ich hier nichts mehr unter. Da haben wir keins mehr. So, Lapis. Und dann gucken wir mal. Haltbarkeit. Inside 2. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal das googeln. Ich bin ja der englischen Sprache nicht so mächtig. Bekommen wir hier was anderes? Ist auch lustig. Hier bekommen wir Haltbarkeit 1 und bei der Eisen bekommen wir Haltbarkeit 2. Andersrum wäre es mir echt lieber. Da haben wir auch noch nichts drauf. Effizienz, Leech, keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, was das ist. Ich lasse das lieber. Dann warte ich noch. Vielleicht bekommen wir da noch irgendwas anderes Schönes, was wir draufzaubern können. Ansonsten warte ich ein paar Level ab und werde mir dann ein paar Bücher verzaubern. Vielleicht bekomme ich dann irgendwann das Richtige. Habe ich irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht. Ich würde das auch gerne, vielleicht sollte ich es noch schmaler machen, aber ich würde es gerne hoch, also noch höher machen. Vielleicht noch so 4 Blöcke. Jetzt werde ich erstmal die Bank aufstellen. Ich hätte auch mal hier dieses Amnesie-Zeug da lassen können. Aber ich glaube, ich baue mir hier noch eine Truhe hin. Aber ich mache gleich 4 Truhen, ist wurscht. Wird ja nicht schlecht. Na, geh da rein. So, den Rest können wir erstmal mitschleppen. Und die Folge ist schon wieder vorbei. Nichts geschafft, Leute, nichts geschafft. Alles voll langweilig heute gewesen.
baue das hier auch noch zu. Ich glaube, ich möchte das auch drei. Auf drei erweitern. So. Das können wir später noch ausfüllen oder wir lassen das einfach so. Es ist halt eine Fake-Wand. Mal gucken. Ja, ich würde sagen, ich bastel dann hier noch ein bisschen aus und sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn ich dann anfange, hier alles aufzubauen. Bis dahin, bye bye, eure Nizi.